Ja, wunderschönen guten Morgen. Was ist heute? Willkommen bei der Welbequakel, der einzigen Show, in der die Stimme der Geister direkt zu dir spricht. Die Geister sind heute sehr glücklich. Sie werden ihr Bestes geben, um jeden heute gutes Glück zu bescheren. Ja, dann. Oh, die Tulpen sind fertig. Okay, mal alles ernten. Alles ernten, die nehmen wir auch mit. Das Inventar ist voll. Ah. Die, glaube ich, habe ich jetzt schon drinnen. Ich lasse mal sicherheitshalber einen. Dann hauen wir hier alles noch rein. Dann stelle ich jetzt einen, zwei Sprinkler mal für uns her. So. Mal schauen, wie das aussieht. Da unten haben wir. So. Tut der jetzt nichts, oder was? Was? Ach so, ein Steinschleuder. Deshalb keine Munition. Was haben wir hier? Die Kartoffeln? Okay, so. Die Kartoffeln, mach mal so. Warte, ich hau jetzt mal da ein bisschen was raus. Die kann noch rein, das kann rein. Das und das gebe ich erstmal rein und dann ernten wir die hier noch. Was, Inventar ist schon wieder voll. Bei die weiß ich nicht, kann ich die? Nee. Die verkaufen einfach so, weil die geben einfach gutes Geld. So, die goldene lasse ich. Da muss ich dann eh gleich wieder schauen. Dass wir wieder zu welche kommen. Die verkaufen wir auch noch. So, hier haben wir noch Kartoffeln, glaube ich. Das heißt, die kann noch weg. Die silberne kann noch weg. Und die goldenen behalten wir uns. Die haue ich jetzt erstmal da rein. Generell, nee, die nicht. Die muss ich noch spenden. Das. So, okay. Beim Inventar kann ich nicht durchswitchen, ne? Ah, nein. Der Kohl geht sich nicht mehr aus. Das heißt, Kohl kann ich reingeben. Okay, dann. Wann macht der auf? Um 8 oder um 9? So, dann stellen wir uns noch einen Sprinkler her. Den packe ich dann hier hin. Das heißt, jetzt muss ich meine Felder sowieso umorganisieren. So, wir gehen mal schauen, wann der jetzt aufmacht. Ich glaube, er ist eh egal. Er hat jetzt dann eh schon gleich offen. So, hier haben wir einen Quarz. Da, mag seine Kartoffel haben? Das ist so ein nettes Geschenk. Danke dir. Was haben wir hier? Sardellen, nehmen wir an, kriegen wir unten. Tulpen, 6 Tage. Nehmen wir 24. Passt. Die Sachen könnte ich direkt bei ihm auch verkaufen. Okay. Das haben wir eh alles angepflanzt. Das passt. Dann machen wir das jetzt noch schnell zu Hause. So.
oder werden Würmer und ich... Ah, ich habe sie dabei. Prähistorisches Werkzeug. Du hast ein Artefakt gefunden. Der Direktor des örtlichen Museums hat sicher daran Interesse. Was? Okay, das ist cool. So, warte, die haue ich jetzt raus. Da kommt jetzt ein Sprinkler rein. Krähe habe ich sowieso noch gar keine gesehen. Ich glaube, hier muss ich sowieso dann umtun. Okay, dann Hammer. Tulpen. Hier. Hier wird eigentlich ein Sprinkler hingehören, aber mach mal das hier und das da. Da ist schon wieder einer fertig. Passt, können wir den nächsten Sprinkler machen. Boah, so cool. Herstellen einen Sprinkler. Der kommt dann hier hin. Muss ich trotzdem alles schnell mal selber gießen. So. Hier. Der Baum unten steht ziemlich im Weg. Das heißt, er muss dann weichen, ob es ihm passt oder nicht. Oh. Benötigt Sense. Die habe ich aber, glaube ich, nicht bei. Okay, dann nehmen wir die Sense noch mit. Nehmen wir die Sense mit. Ein ungemahlener Reis. Ah, da bleibt gar nichts. Reis in seiner rohesten Form. Führen Sie dies durch eine Mühle, um den Wert zu erhöhen. Okay. Na gut, dann müssen wir dann schauen. Muss ich hier... irgendwas nachfüllen. Tatsächlich, Katze. Die braucht auch Wasser. Verdammt, habe ich gar nicht gewusst. Das heißt, das ist ein Katzennapp. Okay, ja gut, Katze, jetzt hast du wieder Wasser. Huch. Oh, immer wen einen einzigen. So. Okay, das heißt, das kann ich mal da lassen. Jetzt schauen wir ins Museum. Und ins Gemeinschaftszentrum. Da steht halt ungefähr. Ich platziere hier noch eine. Achso, hier muss hau ich einen Sprinkler rein. So. Ja, wenn steht ungefähr. Da könnte ich sogar eine noch machen. Einen Sprinkler, den hauen wir, ups, hier hin.
Passt. Dann sind die Sachen mal so weit, dass wir sagen könnten, die brauchen wir nicht mehr gießen. Okay, Stein muss ich reingeben. Kartoffeln gehören noch rein. Okay, dann kann ich sagen, ich verkaufe hier mal einen und die Kartoffel verkaufen wir. Da haben wir die Jade. Und sonst haben wir nichts, was wir mitnehmen müssten. Doch, die Angel. Passt. Dann schau mal, was abgeht, Tohe. In der Stadt. Oh nein, das Fischen. Ich weiß nicht, was ich vom Fischen halten soll. So ganz komme ich damit nicht klar. Aber gut. So. Schaue ich erstmal hier unten. Nee, das soll. So sollst du machen. Da braucht man nichts. Bündel. Da. Stein. Hartholz haben wir noch nichts. Das war Blödsinn. Die Beeren haben wir nicht. Hier haben wir auch nichts. Und hier haben wir auch nichts. Okay. Dann schauen wir hier. Dann haben wir es. Da. Die Pastinake kommt rein. Und wir haben ein Bündel komplett. Wir kriegen Geschwindwachs. Stimuliert die Blätterproduktion, steigert die Wachstumsrate einer Pflanze garantiert um 10%. In das bestellte Feld mischen. Okay. Sonst haben wir nichts mehr. Oh. Was? Wir schalten das nächste frei. Ja, sehr gut. Und schauen wir gleich rüber, was wir dazu brauchen. Hier sind Fische drinnen. Was brauchen wir hier dann? Vom Schmied. Die Barren, ja. Oh, guck an. Schleim, Fledermaus. Solaressenz, what? Schattenessenz, okay. Quarz, Erd, gefrorene Träne und Feuerquarz. Aha, okay. Ja, sehr, sehr cool. Und hier werden wir wahrscheinlich dann auch noch was reinkriegen. Ja, gut. Dann auf zum Museum. Wir haben noch Sachen, was reingehören. So. Direkt hier drüben. Da. So, hallo, ich habe ein bisschen was zum Spenden. Und zwar habe ich noch hier und das haue ich hier hin. Und dann machen wir gleich Belohnung abholen. Melonensaat, pflanze sie im Sommer. Ja, danke schön. Bücher haben wir noch keine. So, was ist denn das jetzt eigentlich? Nee, so. Prähistorisches Werkzeug. Eine Art grobes, altes Grabwerkzeug. Sieht auch irgendwie aus wie so ein verbogener Löffel. Ja, zu dem komme ich nicht ran. Nervt mich ein bisschen. Naja. Das heißt, ich brauche jetzt was? Sardelle.
Haben wir schon eine Sardelle gehabt? Aha. Okay, das hat, ist wahrscheinlich questbedingt irgendwas. Eine Sardelle. Sardelle, hier, im Ozean. Naja, passt. Dann gehen wir fischen. Obwohl schon... Was? Es ist schon 18 Uhr. Das gibt's ja fast gar nicht. Guckst du, die müssen wir auf jeden Fall auch spenden. Karottensamen. Nehmen wir alles mit. Und hier brauche ich 300 Stück Holz. Ja gut, das habe ich nicht. Ist drüben noch irgendetwas? Nee. Die muss aber ins Museum. Die muss ins... Also, was heißt ins Museum, ins Gemeinschaftszentrum und auch die hier. Okay. Passt. Das heißt, immer, wenn das aufleuchtet, siehst du, dann fängt das an zu blinken, dann weiß ich, das gehört noch rein. Kartoffel ist drin, deshalb blinkt das nicht mehr. Sehr schön. Sardelle. Wie viele Sardellen brauche ich? 3. Oh nein. Das ist ein Hering, ja, den brauchen wir aber nicht. Ist wieder ein Hering. Oh, wieder ein Hering. Ich brauche keinen Hering, ich brauche eine Sardelle. Oh. Und wenn man maximal hat, kriegt man eine Truhe. Wäre es da dann nicht eventuell geschickter, die Truhe zu holen statt einen Fisch? Oder wenn der Fisch weg ist, ist dann auch... der Schatz weg. Ein Heilbutt. Aha. Haben wir da schon mal einen gehabt? Müll. Kann ich das gegen irgendwas austauschen? Machen wir so. Oh, ich habe sowieso keinen Platz. Wie lange habe ich Zeit fürs Angeln? 2 Tage. Hab ich noch was? Hier ist die Pastinake. Dann haben wir noch einen Platz. Ach, Menno. Treibholz.
Treibholz brauche ich nicht. Seetang. Okay, ich versuche jetzt, wenn jetzt ein Schatz wieder dabei ist, den Schatz zu holen. Okay, das ist doch Eis. Nee, wenn der Fisch weg ist, ist der Schatz auch weg. Das ist schon eine freche Aktion. Nein! Ich hasse das Fischen. Okay, den einen noch und dann... Wieder ein Hering. Na, danke. Also muss ich die auch... Den muss ich nicht reinspenden. Heizraum Aquarium. Plus Spezial Ozean. Ah, die Sardine. Ah, okay. Gut. Dann husch mal heim. Wenn es nur das war. Und die Karotten drei Tage. Achso, da komme ich wieder doof bei meinem Hof unten rein und das möchte ich nicht. Dann gehen wir so. Das heißt, die Karotten könnte ich sogar noch anpflanzen. Wir haben den 20. Es geht easy aus. Aber die pflanze ich dann morgen an. Das heißt, die kann ich verkaufen. Die Muschel verkaufe ich. Den Heilbutt gebe ich her. Müll kann ich auch hergeben. Und den Blumenkohl, die Bohne und den Blumenkohl gebe ich auch her. Okay. Naja. Dann war es das für heute schon wieder. Dann sage ich Dankeschön, gute Nacht und bis morgen. Level up, Hofarbeitsstufe 4, plus 1 Gießkanneneffektivität, plus 1 Hakeneffektivität. Neue Herstellungsrezepte, einen Eisenzaun und ein Einmachgefäß. Und Hydrogel-Standart. Okay, die Sachen müssen wir uns jetzt auch demnächst mal anschauen. Das könnte nämlich auch interessant werden. Aber morgen dann.